Was ist ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem zweiten Kanal. Zweite Folge Rap Larus draußen. Wir gehen rein. Erste Folge war schon gut, war ein guter Start. Moment, auf jeden Fall, da ist ein Upgrade da zur ersten Staffel. Und wir gucken mal, wie es weitergeht in der großen Pause. Weil Randall soll jetzt angeblich auch am Start sein. Lasst ein Like da, lasst ein Kombi da, lasst ein Abo da, Digga. Bitte, bitte. Was geht ab? Ich bin Sosa, ich komme aus Oberstenfeld, ich bin 19 Jahre alt und ich habe die Nomenreime auf dem College-Block dabei. Ich hab die Nomenreime auf dem College-Block dabei, okay? Was waren deine Wörter? CD, Tevez und Hypnotize. Narkotik Delight. Boah, ich bin eigentlich so ein Namen, sowas wie Narkotik und so, auch schon tot gehört, bisschen, Digga. Okay? Stimme, Digga. Komm in Mehrheit wie Bolschewisten, Claire Bella per Blei, so wie Volksgeschichten, Bunker, Gold in Kisten, Motherfucker, alle wollen Feature, doch der Junge ist noch nicht mal voll entwickelt, sitzt an vollen Tischen, doch bei mir hast du Sendepause, Schnapp mit Schnabel, Taler wie in Entenhausen, Spliff, Seed, Miskin, Gips, Beat, Kiff, Cheese, Push, 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 Push und dann glänzen Augen. Zittler, TP, Blitzer, DE, Bretter mit 25 und Motorkontrolle, still. Fee, Kronstadt, Rotlack in Rom, nach Zanja macht Foto von Sonnenbräune. Wesh, hol Räume im Türrahmen, Bestech, Kronzeugen mit Süßwaren, kein Jetpilot, mein Idol und Mama schlägt immer noch mit Rührgabel. Hoch geht durch Atemwege, dreh mir noch in Holländischen, mit Kass über Landtheke und drück Matt im Dreh-Competition. Hoch geht durch Atemwege, dreh mir noch in Holländischen, mit Kass über Landtheke und drück Matt im Dreh-Competition. Das Ding ist, diese hohe Stimme f***t mich irgendwie jetzt ein bisschen so, wenn man die so zu oft, so ganz Zeit hört. Und was mich übel triggert ist, Tevez auf CDs, weil Tevez und CD reimt sich eigentlich nicht, aber diese Wörter strecken, das Schweiß ist normal, aber... Boah, war okay. Geiler Song, Bruder, auch guter Einsatz, wieder Stimmeinsatz im Hintergrund, schön mit der hohen Stimme, hast du geil gemacht. Performance, Bruder. Ja, Performance war nicht da. Performance hat nicht existiert, Bruder, war nicht existent. Das würde ich für Note geben, Bruder, ich sag ehrlich, so, ich weiß nicht, wie die benoten, ich sag 3-. Es war nicht kacke, aber 3-. Performance war... Spiegel, mein Bruder, trainiere jeden Tag, mach immer Performance. Es war wie ein Opel Corsa, der vorne und nach hinten fährt, so die ganze Zeit. Du musst dir vorstellen, Rap ist wie ein Auto. Motor ist der Song und der Rest ist alles Performance. Lenkrad, Sitz und das. Aber trotzdem hast du gute Lines gehabt, gute Reime gehabt. Das zeichnet dich aus. Wenn wir dich nur anhand deiner Performance bewertet hätten, wäre es ein Schuss in den Ofen wie bei Team Rocket. Aber ja, da du einen guten Song hast, hast du eine glatte 3 bekommen von uns. Ja, Bruder, kann ich verstehen, Bruder, kann man geben. Okay, ja, Bruder, nein, von Yavuz. Aber ich hohe Erwartungen, Bruder, weil... Yavuz kennt man schon, Bruder. Also hat man schon mal irgendwie wo man gehört. Yavuz, du bist auch noch Ding, Klassensprecher, mein Bruder. Ja, nee, Captain. Ich bin das, der Yavuz. Damit okay. Ihr wisst, durch und durch, Schweppler, wir auseinander. Bruder, Yavuz, irgendwas, ich weiß nicht, Digga. Ich find Yavuz lustig, Digga. Irgendwas Entertainendes bisschen. Aber eine geile, Lamine Yamal, okay? In jeder Stadt hab ich paar Shababs und immer ein paar Emanets parat. Ein, zwei S-Klassen, immer zwei, drei Weiber und ein Platz. Schau mich an, babe. Junge Sterne wie Lamine Yamal. Hau mich ab, weil in meiner Hut riecht nach Verrat. Dreckig, bra, von Kopf bis Fuß. Hier hat niemand einen Beruf. Hier kommt niemand etwas lernen oder erben, so wie du. Auf einer Bank im Wald dein Jibbe drehen ist für uns Mula Rouge. Mein Vater sagt, geh in Moschee, mein Sohn hab mehr mit Gott zu tun. Stark. Baba, wir sind verrottet, in jeder Stadt hab ich einen, der Ort bringt da. Ich komm von Bergen wie mein Opa, fick ich die Großstadt. Ich bin ein Dorfkind, höre jeder Rede von Plänen, aber sehe keinen, der sie vollbringt. Mein Cousin hat Haftschaden, seit Jahren El Chapo war sein Vorbild. Bra, was geht, mein Leben ist Adagio Rose. So Juck zwischen Pidet, bitte lass mal dein Carpaccio, Bruder, geht. Früher hatte ich nichts, heute kleben Lips wie Magnet. Bin in Stuttgart, vielleicht können wir uns da sehen. In jeder Stadt hab ich paar Shababs und immer ein paar Emanets parat. Ein, zwei S-Klassen, immer zwei, drei Weiber und ein Platz. Schau mich an, babe. Junge Sterne. Boah, die zweite Hook knallt noch mehr. Nach dem Part. In meiner Hut riecht nach Verrat.
Stark. Ich hab gar nicht deine Wörter geachtet. Ja, ist halt geil. Oh, aber gut, geil, Digga. Wallah, geil. Aber ein geiler Song. Du hast auf jeden Fall da auch, jetzt. Wie man sagen würde, Digga, wie der eine andere Reaction-YouTuber, der Song war rund. Ah, war ein guter Song, hat mir nichts gefehlt, nee, Bruder. Ich mir gegeben, Wallah. Also, ich hab mich auf die Wörter geachtet, Digga, weil ich achte eigentlich, ich will auf die Wörter mal achten, aber ich gucke, wie sie verwenden. Das ist eigentlich immer übel interessant, Digga. Das ist richtig gefallen. Ich würde den sogar nochmal hören gern. Wallah. Wir hatten Tendenz zwischen zwei Noten. Es ist dann die schlechtere geworden. Also wir haben tendiert zwischen 1 minus und 2 plus. Krass. 2 plus ist es am Ende geworden. Also die beste Note, glaube ich, jetzt, ne? Von allen bis jetzt. Ich den einzigen, den ich persönlich besser fand vom Geschmack, war Diarrhü. Also Diarrhü, glaube ich. Ihr wisst, ich meine. Die wissen. Den fand ich auch besser. Hallo meine Blattis, was geht? Okay, mein Name Mokro. Ist Mokro. Alter, das geschätzt. Bleib gespannt, was hier abgehen wird. Maastricht, Mokro Nummer 10. Ja, boah, sein Sitznachbar gibt ihm einfach seinen Namen als Wort für den Text, Digga. Tschüss. Mach doch gleich Ding, Bruder. Natürlich knall ihn jetzt nicht so, aber Bruder, mach doch mal ein bisschen was anderes. Du kannst doch nicht so was, solche Maastricht Nummer 10, hab ich jetzt auch schon 20 Mal gehört. Ja, los. Tote Wörter, Bruder, tote Wörter. DLC Beats Maras. Schöne Grüße an das Geld, das mich verließ, ey. Bladies aus der Schaumer warten abends auf Release Day. Will die Neros in der Tasche, aber Keyfash. Solly Cross vor wir hören mal es und nicht T-Pain. Mesha Kill, Savabien, Bandoleros in der Gegend. Attacke. Bin ein asozialer Marok, nein, ich brauch mich nicht verstellen. Silla straight aus Nador, im Renault kein Aventador. Mein Cousin holt den Ballon d'Or. Komm im Jogging Alligator. Ah, ja, yeah. Ah, ja, yeah. Wow. Bridge war geil. Bridge war geil. Werden wir bald sehen. Mokro Sauvage. Achim macht viel Traffic. Ich bleib aktiv. Mokro Sauvage. Grenzland, Marvin, Maastricht. Fahr auf Tranquil. Mokro Sauvage. Schwieler, Achim, Numero 10. Mokro Sauvage. Kickdown, bleib für immer Bandit. Ey, voll selbstbewusst ist so. Oh, voll kurz gewesen, Digga. Aber ein guter Song. Eine Kleinigkeit, die mich nervt, Bruder. Vielleicht bin ich das einfach nur. Bitte schreibt in die Kommentare, ob ihr auch drauf achtet, Digga. Die Wörter, die zu Dingen die gegeben wurden, dass sie die einbaut, die wurden ein bisschen läppisch benutzt. Ja, aber Song war nicht schlecht. Ja. Aber nervt mich, Digga, trotzdem. So. Guter Pluspunkt. Wir hatten zwei unterschiedliche Noten gerade. Wer welche gesagt hat, ist egal. Aber wir haben uns geeinigt. Genau, wir haben uns geeinigt im Endeffekt. Du hast gut mit der Kamera performt. Ich sage Ding. Ja, die reden gut, 2 Minus. Deine Hook war geil. Hat mich ein bisschen an... Ich persönlich hätte ihn 3 Plus gegeben. Rima erinnert. Ja, Mann, ne? Der aus Frankreich. Dieser bisschen stämmigere, ne? Richtig, richtig. Und was? Ist das geklaut? Nein, wir reden hier von Performance. Ich weiß, Bruder. Bei mir ist, sobald sich jemand ähnelt, dann ist bei mir schon vorbei. Ja, ich darf mich nicht an jemanden erinnern, wenn ich einen Song höre. Nein, der meint von der Performance, der war ja auch immer so am Rum. Aber das ist wichtig. Ich fand deinen Song auch einzigartig. Du hast versucht, nicht so Standard zu klingen. Wir haben die ganze Zeit über eine 3 geredet, ja? Aber wir haben uns dann doch entschlossen, dir eine 2 Minus zu geben. So ich auch meiner Note. Bruder, ich habe eine 2 Minus bekommen von der Jury. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Einer der besten Noten so. Deswegen, aber klar, wir wollen immer Maximum 1, Bruder. Hat gefehlt, aber die nächsten Songs werden Bretter noch mehr. Ich muss aber mein Name. Was ich mich gerade frage, diese Folge heißt Randalls Erwachen, Digga. Was passiert hier? Ich bin gespannt, Digga. Bist du fitner, Bruder? Brauche ich eigentlich, Bruder? Weil wir bis jetzt sind alle zu korrekt, Digga. Und ich bin hier, um Rap Lobby 2 zu zeigen, was hier in diesen Stimmbändern alles ist. Yeah. Stimmbändern. Okay, Bruder, was waren deine Wörter? Maske, Sharingan, Schwarz. Spaß. Aber Sharingan ist ein geiles Wort. Sharingan mag ich, wenn er es gut verwendet, Bruder, von mir sofort eine Note höher, egal was er bekommt. Maske geht, Schwarz ist cool, was ja? Was hier okay. In diesen Stimmbändern alles ist. Yeah. Digga, schon bist du. Die sehen alle voll ähnlich aus, ne? Alle haben Bauchtasche und so. Ein Fußballanzug. Boah, dann zieh schon ein bisschen individuell an, wo jetzt habt ihr alle wirklich so rumlaufen. Kleiner Bunny, Allah, sag was jetzt. Trag schief die Schimmers, Gretter, Sharingan, Della Lynch, Malatet. Wir waren zu lang einsam, Hunger seit wir klein waren. Auf meiner Brust ein schwarzer Fleck. Andale, Pat Pat, Deckung hoch, Pat Pat, RLR, du Presents. Ich glaub, dass du mir böse schlägst.
kommt auf mehr Wellen. Bla bla, dein Savas. Boah, der ist anders, bisschen anders. Block Endorphin, Mental Franck Ribéry. Lass mich auf linke Spur mit dem Q710. Mach auf Mexican Steel, ripp dein Handy aus Jeans. Spuck auf Handy LV und schreib Free Fall aus dem Block Lady FM, du tauschst dein Outfit Sham. Lost Cherry klebt am Hemd wie Sabian Winterland. Osimhen, Flatterball, Prominent, Michael B, Polo Creed, Fighting Scene, Polo Meat, Wellos Hart. Das Juice Cover, Mulaga zu Basakurama, Red Sharingan, weiß was du vorhast. Mensch ist der Kantoner, Benzema, Wand, Poster, treffsicher Fall, Ohnmacht. Stark, gar nicht erwartet, gar nicht erwartet. Mont Blanc, bon chance. Mein Herz formte sich nach Zeit zu einem Eiskunstwerk. Der gut Reime. Geld kommt ab mehr Wellen. Bla bla, dein Savar. Dekolleté mit Perle. Keller Bani, Allah, sag was jetzt. Trag schief die Schimmers, spürt dein Sharingan. Della Lynch im Malatex. Stark. Wir waren zu lang einsam, Hunger seit wir klein waren. Auf meiner Brust ein schwarzer Fleck. Andale, pap, pap, Deckung hoch, pap, pap. RLR, de Presents. Ich glaub, dass du mir böse schlägst. Boah, ich sag, ja, boah, das hat mir maximal gefallen, Digga. Bin ich dumm? Warte mal an. Bitte schreib mal in die Kommentare, bin ich zu korrekt, Digga? Oh, ich gebe eine 2. Boah, ich gebe eine 2. Verdammt schwer, zwischen euch Unterschiede zu machen, weil ihr wirklich alle sehr gut seid. Gab wieder zwei verschiedene Noten. Wir haben uns für die bessere entschieden. Das ist eine 3-. Dankeschön, Mann. Die wollten dem Bruder eine 4 plus geben. Ja, Jungs, Ding, mein Musikgeschmack ist anscheinend Arsch, Bruder. Arsch, Bruder. Also dann Ding, schau einfach weiter Caillou und so Intro. Leo la Bandit. War letztes Jahr, als er rausgeflogen ist, Bruder. Ich war kaputt, Digga. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab schon Sympathie mit Leo, Digga. Deswegen sehr, sehr korrekter Typ, Bruder. Und Jem Shqiptar, Bruder. Auch mein albanischer Bruder, Digga. Ich weiß, Leo, Digga, bitte mach kaputt jetzt. Mach kaputt jetzt. Leo la Bandit hier, 23 Jahre alt. Krass, ich bin älter als er, Digga, ne? Denn der ist von Rap La Rue. Mitleid, Kopf und leicht. Gut. I'm not sorry. Hallo. Hey. Das Real Life Ghetto. Pussy, ich trag kein Tattoo. Trag den 9mm, schon so wie Samuel Eto. Street Fighter, Anwalt sagt, ich geh rein, mach ich weiter. Es geht um Dry Kelly, Frozen und Beida. 0176, bin erreichbar, das ist mein Blog. FZN, bin am Machen und du bist am Pen. Immer auf Wut vor den Zivianten. Ich feier den Style so krass. Ich will den Mosielago. Schlagkraft wie Ivan Drago. Ich bin auf Dry Sift, du bist auf Narco. Wasted Talent, Ezekiel Barco. Mach richtig oder verpiss dich. Mein Vlog sagt, hab Geduld, doch seh nur Blaulicht und kein Blitzlicht. Deine Chick schreibt mir, ich vermiss dich. Oldschool wie Nelly. Gamm dich dann mein Bett. Ich wollte mich in Hubs. Man ist wie Ryan Emily. Viel Blabla, er macht auf Strat, obwohl er nie da war. Leo Combo, Genki Dama. Abwehrriegel und Rizana. Fick dein Fame, ich will mein Cash. Kein Stück Power, du bist zu lasch. Bisschen weniger Tasch. Leo ist da, während du abkackst. Es tut mir nicht leid. Ohne ekelhaft zu sein, kommst du hier nicht weit. Keiner von uns hat es leicht, ich fick dein Mitleid. Knacks im Kopf. Digga, ich feier auch immer dieses zu dieses. Diese Adlib so. Ich feier das unerwartet, Bruder. Kommt nicht richtig Kind sein. Es tut mir nicht leid. Ohne ekelhaft zu sein, kommst du hier nicht weit. Keiner von uns hat es leicht, ich fick dein Mitleid. Knacks im Kopf, das schon seit der Kindheit. Kommt nicht richtig ja, Kind sein. Das Ding ist, ich kann eine Sache verstehen, guck mal, weil Leo, man muss das halt feiern, ne? Man könnte sagen, Bruder, ist mir ein bisschen zu monoton, weil da gibt's jetzt nicht so Höhen und Tiefen. Aber ich feier das halt auch nochmal, dieses... Er hat einen chilligen Style, eine chillige Stimme und ich könnte das so die ganze Zeit hören, ein ganzes Lied lang. Manchmal hast du Performance richtig reingehauen. Bruder, er kann performen, Bruder, bitte guckt euch die Folge an. Letztes Jahr, wo er rausgeflogen ist, Bruder, ich fand die Performance immer chillig, aber trotzdem fresh, Digga. Ich gebe eine glatte 2 auch. Auch eine glatte 2 würde ich ihm geben. Manchmal bist du aber wieder in diese Rap, aber richtig geil, Bruder. Song ist richtig, Einstieg ist richtig Baba. Ja, ich was bin auch du Baba. Mit Samuel Eto'o? Ja, was hast du mit Samuel Eto'o? Was hat er mit Samuel Eto'o? Das war die erste, zweite Leitung. Das ist wie live Ghetto, für sich trag kein Tattoo. Trag die 9mm, schon so wie Samuel Eto'o. Geil. Also, die Klasse ist die Ghetto-Haus-Klasse, ja? Und ich finde, man hat bei dir richtig gemerkt, du bist da zu Hause, Cousin. Ja, anders. Dann pushst du mal jetzt. Es gab einen kleinen Minuspunkt für mich. Das war die Hook so. Das, ja? Das hätte mir, wenn die noch, also die war auch gut, ja. Ein bisschen vielleicht. Dann hättest du sogar von mir eine 2 plus bekommen.
Aber jetzt gehst du mit einer 2 nach Hause. Danke. Ja, boah. Einen, Bruder. Ja, Leo ist stark. Boah, Leo ist stark. Platte 2, ja? Ja, was sagt, wie ist Jonas mein Name? Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Duisburg-Nord. Und wollte zeigen, dass Musik mehr als nur Töne sind. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Trance, verloren und Dämon. Okay? Young Trance. Ayunis, nicht ja. Okay, er ist stark, er hat einfach ein Wort, das, was ihm gegeben wurde, jetzt ist einfach Hook genutzt. So ist das schon mal weg, Digga. Jeder hat Inneren haben und die muss man innerlich ertragen. Der eine nimmt als Grund, baut an seinem Traum. Der andere springt zum nächsten Rausch. Reise kurz zurück und sprich mit mein junges Ich. Ach, wie schön du bist, pass auf vor dem bösen Blick. Aus dem kleinen Jungen, der so gerne mit dem Fußball kickt, wird ein Pessimist, die durch die Kehle gibt. Ist es Realität oder nur Illusion? Will nach den Scheinen greifen, ich hab ne Vision. Ganz anders. Ich feiere seine Stimme, Digga. Ich hab's gar nicht erwartet. Der wirkt auch wie ein bisschen so ein ruhigerer Typ. War was ganz anderes, feiere ich aber. Nur, Bruder, die Hook hat mir nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Und Performance war auch echt nicht gut, Bruder. Der hat gefühlt gar nicht. War halt auch kein Lied zum Performen. Aber die achten ja so krass drauf, Bruder. Ja, was er bekommt. Er hat eine gute Stimme, hätte ein anderes Lied gedroppt oder ein anderes Lied gedroppt. Könnte ein mehr knallen, bin ich ehrlich. Dein Song ist eigen, ja? Ja. Deine Bewerbungen waren teilstärker. Darum würden wir sagen 3-. Danke, okay. Jonas. Was ich davon halte, dass meine Performance bemängelt wurde? Also ich denke, das ist immer von außen besser zu beurteilen, als man es selber so dann performt, sei es vom Spiegel oder so, wie man es sich beibringt, sich anlernt. Ja, ich weiß jetzt, woran ich arbeiten kann und daran werde ich auf jeden Fall arbeiten. Das wird korrekt, Digga. Ja. Assalamu alaikum. Amar, mein Name ist 21 Jahre alt, aus Feuerbach, Stuttgart. Um zu okay, er wirkt ja auch korrekt, Bruder. Wieso Tiefpunkt und Police? Er wird cool, er wird cool. Aha. Der hat ja auch noch mal Bock, Bruder, ne? Warum ist er so glücklich? Bin auf Kif Kif Anati. Rabra Mesiana Sahbi. Lebe la vie auf der Strada. Aschbat Hitta Fakl Bolis. Feuerwach 30er RLR 2. Chang Chang Kort lang stein ganz klein. Das ist ein Trip nach Dubai. Gib mir Radisson und schlafe ein. Straight out of the Huma. Permanent besetzt Perle. Kurze Sätze auserwählte Bruder. Ich muss fliehen. Aussicht auf Exit Mies. Drama Mama trinkt den Wein mit Stil. Selbstbewusstsein tut sie. Weil ich verstehe kein Wort, ne, von dem Text. Ich habe keine Wörter verstanden, Bruder. Hört sich gut an, aber ich habe nichts verstanden einfach. Motiviert, ne? Ein bisschen zu motiviert. Deine Bewerbung war auch stärker, Cousin. Ja, ich fand die ersten 4 Lines zum Beispiel lyrisch Schrott. So, du hast aber gut performt, Bruder. Dennoch haben wir uns auf eine 4 geeinigt, Bruder. Dankeschön. Ja, Bruder, Digga, Ding, 4 ist bestanden, Bruder, eigentlich. Hätte nicht sitzen. Was ich dazu sage, dass die Lehrer mir die Note 4 gegeben haben,
Leute, um ehrlich zu sein, es ist mein erster Song, der in diese Richtung geht, was Ghetto House angeht. Ich bin Straßenkünstler, normalerweise. Ich habe mein Bestes gegeben. Sie kommen aus Österreich oder so, ein bisschen Akzent, ne? Was Autotune-mäßig angeht, Vielfältigkeit in dem Song. Ich habe Power gegeben, auf jeden Fall. Ich bin zufrieden mit der 4. Ist nicht das Schlechteste, ist auch nicht das Beste. Es geht ab, mein Name ist Luis, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus... Luis? Was soll ich sagen, ich bin auf 2 Stunden Schlaf. Free, ja. Sein Nachbar hat einfach bestimmt kein Kollegen, der Jas, da ist der im Knast ist. Er denkt nicht, Bruder Bauer, bitte Free Yasin. Ein Streifenwagen meiner Free Yasin. Ich kann nicht, Bruder. Ey, Bruder, auf jeden Fall, schöne Grüße auf Free Yasin, Digga. Früher habe ich diese Hotels mal gezahlt, am Mann. Barbarino. Okay. Ey, wir sind nicht verwandte, beste Grampacks, Drittelstrafe, schiefe Nase, Kistenhandel, Armies verbrannt durch Junks, die Nazen, Deals mit Kapseln, die dann platzen, setzen Handschellen ab. Mein Cousin hat 3-4 Kisten in seinem GTS, hör von Nicken, eure Älteren holen bei uns. Mach ein Kunde drin, Runde, checken TPS, um dich nicht zu rippen, seh ich leider keinen Grund. 1962, Prada, Treta, Napa, Leder, Goldketten, Schieberkappe, Kippe, Despi, Treff im Parkabnehmer, keine GEMA, aber Deals in Seitengassen. Reinste Ware, heiße Lage, aber liefert er noch Bretter in Bestform für breite Masse, wurde nie eingeladen, check die Speisekarte, ich werd's auf die andere Seite von den Reichen schaffen, Weed Packs, viel Stress, Free Ass. Schreib vom Mauer bis zur Zelle, Free Assin. Peace, Flex, T-Sex, Relax. Machen Fofis und nicht Smarter, ficken Peace-Platten. Weil wir damals nicht so viel vom Kies hatten. Treff ich jede Stunde Kunde Barbarino. Alles schwierig, wurde gierig, viel Batzen. Ich bin zu Gott auch mal am gleichen Abend Kilos. Weed Packs, viel Stress, Free Ass. Schreib vom Mauer bis zur Zelle, Free Assin. Peace, Flex, T-Sex, Relax. Machen Fofis und nicht Smarter, ficken Peace-Platten. Weil wir damals nicht so viel vom Kies hatten. Treff ich jede Stunde Kunde Barbarino. Alles schwierig, wurde gierig, viel Batzen. Ich bin zu Gott auch mal am Kilos. Muss den Therapeuten treffen, Jungs an jeder Ecke, selbst veronkelt sind immer noch Gangster. Ich treff Sonntagmittags einen 50-jährigen Geschäftsmann für Tipps wegen Business auf ein Essen haben, verheilen zwar. Doch Aktionen von euch kann ich nicht durch Entschuldigung vergessen. Sitzen im Spider und gib Gas, dass ich älter als 3 Schwert kann ich nicht versprechen. Bruder, oh Digga, das war ein bisschen viel, Bruder. Das war so keine Pause einfach, der hat ein bisschen geatmet lieber. Bruder, wir haben uns auf eine 3 geeinigt. Okay, krass, ich hätte ein bisschen schlechter gedacht. Performance, Bruder, muss mehr. Guck mal, ihr müsst euch Gedanken machen, das ist ja nicht der einzige Song, den ihr performen werdet. Guck mal, der eine, der kommt mit einer Ziege rein, Bruder. Das war sehr geil. Man muss sich Gedanken, ihr habt eine richtig Performance, Bruder, weil der Song ist auch stark. Ist ja geil gewesen. Stark, mein Bruder. Glatte 3. Glatte 3, danke. Ja. Was ich dazu sage, dass ich die Note 3 bekommen habe, ich bin zufrieden, aber da geht auf jeden Fall mehr. Und ja, ich bin auf die nächsten Runden gespannt, wenn ich weiterkomme. Also da geht auf jeden Fall mehr. Was geht ab? Mein Name. Wow, wer ist das denn, Digga? Mein Name ist Chanel. Ich komme aus Rückelhofen, 21 Jahre alt. Wir sind hier, um den Unterschied zu machen und wir geben Gas. Lächeln, Momente und Stadt. Janim. Hol dich nachts in deinem Cabriolet, Sommernacht im Coupé, Schokocreme, Augen passen gut zur Cabri-Sonne, hab Massari, Sole im Trikot, Sadio Mani und zwinker dir zum Tanzstück von deinem Radioballett. Nachts durch die Nachbarschaft haben wir mehr als nur Hasch verpackt, unterm Sternenhimmel blieben wir die Nacht lang wach, doch die Tage vergehen im Dschungel, Fast Life, von hier bis nach Frankreich. Seh dein süßes Lächeln immer noch im Traum, Kali in meinem Rad. Die Momente, die wir haben, sind nicht leicht. Schon im Sack und ich hol dich dann aus der Stadt. Du warst das Wasser meiner Blütenzeit, doch deine Lügen machen Blüten hier zu grünes Klein. Rote Flecken hab ich auf meiner Datejust durch dein Tilbury Make-up. Ja, jeder Grammpreis gab mir noch mehr Kampfgeist, doch Worte aus dem Mund machten mein Herz sanfweich. Ja, die Jahre vergehen in meinem Atelier, Hustle, Hustle für mehr Qualität. Seh dein süßes Lächeln immer noch im Traum. Kali in meinem Rausch. Die Momente, die wir haben, sind nicht leicht. Schon im Sack und ich hol dich dann aus der Stadt. Ja, Bruder, war auch cool, war auch anders bisschen. Hab ich auch jetzt nicht so, Bruder, Ding. In den Socken gehauen. Seht ihr? Die ja. Parts, die waren nicht die krassesten. Ja. Aber dafür war der Effekt zu der Hook noch krasser. Ja. Weil das von Dingens. Auf sehr stark ging. Ja, die Hook war sehr stark, Bruder. Ja. Sehr kreativ. Du hättest in dem Part genauso kreativ sein können. Das musste kein monotoner Rap-Part sein. Hättest auch ein bisschen schwingen können. Weil alleine durch die Hook
und dein Part, da waren Welten noch zwischen, so. Die Performance war jetzt auch nicht die krasseste, aber trotz dessen, weil die Hook so stark war, können wir dir nichts anderes geben, außer eine 3+. Ja, kann man geben, kann man geben. Wo nimmst du? Okay, Digga, dem war ich auch gespannt, mit Maske. Leute, ich bin Finesse, Marokkaner aus Offenbach. Ich hab nicht viel zu sagen, ich bin Rap Larus Ray Mysterio. Das ist Ray Mysterio. Sagst du Beat, Haut und 3 Uhr. Finesse, boah, bei dem haben voll viele gesagt, der soll richtig krass sein und so. Haben die letztens in den Chat reingeschrieben. Finesse, Finesse, krass, krass. Bin mal gespannt auf Finesse. Auto voller Rauch. Mr. Saxo Beat. Saxo Beat. Mr. Saxo Beat. Saxo Beat. Die random Bruder. Push durch Kokain, Geld durch Kokain, na. Zu viel Dopamin, Sirok, Coconut in meinem Glas. Puff, puff, das Kali. Auch ich mit Bambina. Volles Magazin. Triff dich von meinem Thema. Rico, Chubby, Mokro, Dagi, Fefe, Rot wie Nostra Cosa. Scarface, Tony, häng im Bali, sterbe arm oder reich wie Sosa. Kartell, Kali, Masse, Bari, Narkotrafico, Europa. Rot wie Mali, Block, Safari, Küste, Yola aus Bogota. 1, 2, Polizei, im Rückspiegel vom RS3. 4, 5 Kilogramm, heut kriegt mich der Kripo dran. Und ich sitze tief, alles viel zu lang. Boah, ist krass. Bruder, der war cool, Bruder. Performance war auch übel lustig, die, also übel entertainend. Und Parts und so, Hook war auch krass. Weil dieser Saxo-Beat hab ich übel rausgebracht. Aber auch anders, war noch nie gesehen. Du hast geil performt. Ja, Bruder, ich schwöre mal cool. Ja, Mr. Sax, was sagst du, Mr. Sax? Saxo-Beat. Saxo-Beat? Warum war das nicht die Hook? Ja, wegen Rechtung. Ach so, ist das. Ah, das ist von dieser. You bring me this, bring me up, bring me down. When you sweat, make me move like a sweet. Mr. Saxo Beat, ja, ich kenne das Lied, Digga, ist auch ein bisschen älter. Das gibt's das? Ja, ich kenne das nicht. Ah, okay, sehr stark gemacht. Gut. Benutzung bleibt bei dir, Bruder. Ja? Ja. Ich habe so eine Tendenz, mir. Ja, aber. Die Tendenz zwischen den zwei, die wir genau. Immer machen? Ja, ja. Die bessere, oder? Mach wie du denkst. Ich würde dann sagen, der 2-. Okay, 2-. Ja, auch, ich habe auch gesagt, Bruder. Warum ich eine Maske trage? Tatsächlich habe ich vor einem Jahr noch keine Maske getragen. Jedoch hat das so aus familiären Gründen so stattgefunden, dass ich einfach sage, ich will lieber meine Privatsphäre behalten. Wenn ich in der Stadt rumlaufen will, will ich nicht erkannt werden. Ich will einfach die... Oder singen, ne? So. Man erkennt ihn schon, Digga, denke ich mir. Also ich meine, jetzt ohne Maske, man könnte nicht denken, wenn man ihn jetzt hart verfolgt, dass er das ist. Denke ich mal. Sieht schon viel, Digga. Künstlerform Finesse. Von meinem echten Leben trennen. Hey, was geht ab, Jungs? Boah, Digga. Rinas geisteskrank. Rina kenne ich schon länger. Also auch krass, dass sie bei Blau mitmacht und so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Hörer und so die hat und so mit Reichweite, dies, das. Aber ich dachte, Rina ist schon so Ding. Nur mal, ich hab ein paar Lieder von ihr in der Playlist. So müsst ihr euch vorstellen. Also Rina ist krass. Ich bin die Rina, 23 Jahre. Oder Rina, ich sag Rina mal gesagt. Ich bin alt und ich bin gekommen, den Jungs mal zu zeigen, wie man richtig Keratin. Messer FFM. Also die ist wirklich gut, Digga. Aha. Sonst verpasst du dein Atemzug. Gib Gas im Beamer, Mucke auf Viva. G-Funk, Chicos und Dealer lieben Katharina, Rina. Blaues Auge und rosa Lipgloss, dicke Lippe riskieren. Du Augenbraue, dein Opa Hip-Hop kann mir keine Stirn bieten. Komm hier nicht hin, weil es freut.
cool, Digga. War cool, war cool, war cool. Sehr, sehr. Das will ich jetzt, glaube ich, nicht privat hören. War trotzdem ein cooler Song. Selbstbewusst. Also von dir her halte ich viel. Cool. Auch das mit zerreißen, aber warum seins? Nein, nein, Spaß. Diese Interaktion auch mit den Leuten war cool. Wir haben uns auch. Tonlagen. Genau, verschiedene Tonlagen. Ja, ist cool eigentlich. Ja. Song könnte noch ein bisschen besser werden. Mhm. Ist aber auch cool gewesen, oder? Ja, safe, safe. Ne, wir haben uns auf eine 3 geeinigt, eine glatte. Ja. Bist du zufrieden? Also mein erster Eindruck, als ich als einziges Mädchen in die Klasse reinkam, war natürlich erstmal ein bisschen Schock, aber ich sag euch ehrlich, ich bin es nicht anders gewohnt. Ich bin schon seit Anfang meiner Karriere immer von Männern irgendwie umgeben und in Zusammenarbeit mit ihnen. Deswegen ist es für mich eigentlich eine gewohnte Situation gewesen und ich konnte dann auch ganz schnell locker damit umgehen. Ey, ich bin Senko, ich komme aus Worms, 26 Jahre alt, Free Palestine, mein Freund. Yeah. Stark, stark. Was war deine Worte? Wie heißt der Bruder? Zerko, Tasche, Parfüm, Bruder. Ey, Bruder. Ich schwöre, was es cool gewesen wäre, hätten die so ein Bild von demjenigen was drunter gepackt, der eben die Wörter gegeben hat. Sag nur noch tote Wörter. Aha, bitte stark. Oh, bitte stark. Doch weiter mit diesem Dente. Diarrhe, Brada. Impina verkauft, Brada Nikita Vaku. Haschos geht auf Digital Alu. Critical Packung, Tilly an Cartoon. Schrei Herbischi aus Kilimanjaro. Wo ist der Safe? Wenn der Bulle mal fragt, bin ich weg am Mate. Bin die Verhermes, ja, die Kulu war blau, es schmeckt Cannabis. Verlorene Seele auf Covid-Einfluss. Erfrorene gegen den Polizeischutz. Tijara Navigation. Fliege nach Berlin ins Netz vom Volleyweitschuss. Kusität den Dübel. Aus der Gummibärchen-Tüte. Schicken auf Pegasus mit dem Zivatuch und die Touris werden müde. Ja, gelb. Und auf Cannabinol, Trikots à la Siso. Trag die Kalaschnikow in Richtung Madame Tussauds. Bin wie Walter White, belief Hammo im Corsa Weiß. Wir kommen von nix außer Dosenmais. Viele der Seelen verdienen einen Nobelpreis. RLR Serko macht Millionen wie Robert Geis. Neun aus Chrom, giftig Patron, Schiss aus Karabiner. Blockphilosoph in der Kanon, Freiheit für Palästina. In Tasche Arsenal, Trikot ist von Saint-Étienne. Du von Baccarach, ist von einem Privien. Durch die Tastenwahl, Achter so wie Bellingham. Wenig Baraka, Brüder leben Kritiker. Aber stark! Der Einstieg hat mir ein bisschen besser gefallen, Digga, Nachgang wurde ein bisschen schwächer. Es gibt ein Problem, Digga, diese französische Schiene. Das machen halt auch Avio und so. Und die sind halt so krass präsent und machen das auch echt gut, Digga. Ich halt automatisch so an die denke, halt schon ein bisschen an wie die. Wisst ihr, was ich meine? Aber trotzdem nicht schlecht. Das ist das erste Mal, dass Silva und ich eine ganze Note auseinander sind. Das erste Mal. Ich fand deine Reime ziemlich krass. Das war... Ich glaube, die 4. bis zur 8. war super. Meine Note für dich wäre eine 2- gewesen. Ja, dankeschön, bitteschön. Ja, bei mir, ich habe die Struktur. Was war deine Hook? Wie ging die Hook? Durch die Tastenwahl, Achter so wie Bellingen. Wenig Baraka, Brüder leben Kritiker. Okay, danke. Oh, stark gemacht. Ja, ich brauche meine Note gar nicht sagen, ich fand das auch cool. Also er hat recht, starke Reime. Jetzt verstehe ich auch die Hook. Ich konnte erstmal nicht die Struktur wissen, weil wo was. Ja, okay, deswegen, kann sein. Vielleicht hat es einen zu langen Part, eventuell sogar. Ne? So eine ganz ruhige Bridge gemacht, dann hast du wieder hart gerappt und dann bist du in die Hook reingegangen, ne? Ja, die Struktur musst du auch drauf. Ja, musst du noch knackiger. Ja, was sagen wir? Bruder, ich bin bei meiner 2-, weil ich fand ihn wirklich sehr stark. Dann bleiben wir dabei. Okay. Krass. Wie ich meine Bewertung... Krass. Warte, was heißt, er war bei einer 4 eigentlich? Meine Bewertung war relativ gut. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich denke, die Jury hat es auch rausgehört. Ich habe geguckt, dass ich ein bisschen Abwechslung drin habe. Ich habe ein bisschen mit der Stimme gespielt. Und am Ende bin ich dann auf einer 2- gewesen, was für mich auch sehr gut war. Also ich habe auch schon ein bisschen damit gerechnet. Weil ich mir echt sehr, sehr viel Mühe gegeben habe, aber am Ende des Tages, Bruder, muss man auch performen, man muss auch abreißen und ich denke, das habe ich irgendwie hinbekommen. Assalamu alaikum, was läuft, ich bin Cheso, ich komme aus Mannheim und das heißt, ich bin wie ein Mann hierher gekommen, Alter. Cheso?
Hausgänger stramm stehen. Sogar Nazis wollen diesem Ausländer Hand geben. Nachts siehst du uns in Hausgängen im Tanz drehen. Puff an der Lunte, bis der Rauchmelder angeht. An Block S Fofo, Richter gibt 3 Jahre, doch mein Anwalt geht Berufung. Dach das die Straße und kein YouTube. Gib mir noch paar Jahre und ich fahre einen Urus. Kali Amerika originell, kommt direkt mit der Post an. Unsere Jugend lost krank, Kopf nicht statt Kopfball. Das ist Straße, hier gibt Stiche in dein Boxsack. Kunde in mein Hausgang, ich hab Hugo Boss an. Tankstelle, wo die Dose, abhängen wie Hobbylose. Aber dafür immer dicke Butts in den Jogginghose. Freaky, alle meine Bros hinter betonierte Wände. Wer ist dieser tätowierte Kopf? Komm, lass fahren, Bruder, ich weiß wohin. Zeig dir mein Blatt, wo die Dicker so chillen. 10 Dinger Bargain, mein Bruder auf Kommen. Ich bau ihn auf, er baut mich auf. Im Hotel, ich bin auf Kali Way. Wegen Bullen immer Alibi. Stark, gut! Wie mein Wagentief. Ich bin Jason, nicht dein Habibi. Jason Johnny Fontaine, Tikos Taxi Cocaine. Jason Johnny Fontaine, Tikos Taxi Cocaine. Oh, Bruder, der war stark, Bruder. Der war krass, Digga. Das war einfach ein ganzer Song, Bruder. Full Wahn, der hat sich angefühlt wie ein Part. Das war ein ganzer Song, Bruder. Digga, der hat mich komplett abgeholt, Digga. Nichts halt schnell wieder rausgelassen. Einsatz, Bruder, du siehst gut aus, das weißt du bestimmt selber. Das ist schon mal dein Vorteil, den du hast. Ne? Und du bist nicht so hässlich wie ich, Bruder. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Ich mach's ja. Alles gut. Nein, hat uns gefallen. Safe, ich bin sogar begeistert von deiner Seawalk-Einlage, Cousin. Ja, kann Cripwalken ein bisschen, Digga. Ich kann auch, aber bei mir, wenn ich das mache, kann sein Erdbeben. Hab ich gedacht. Wo hast du den denn rausgepackt, Bruder? Ja. Und ich muss sagen, du bist stark eingestiegen, ja? Und zu Hook wurde es dann noch mal stärker. Ja. Hat mich überrascht, Bruder. Und deswegen Glückwunsch, auch 2 Minus, Bruder, ja? Ah, boah, gib mir eine glatte 2, mein Bruder. Er war krass, Digga, Sammy. Er war krass. Hey, oh, Leute, was geht ab? Ich bin Sufi, ich komme aus Neues Erftal und ja, man merkt. Atlanta, блядь. Macht 2L, Jules Sahbe, Willet mit Ball und Schultasche. Macht ein Off-Shar, das Fußballspiel. Fake Mond, Lizzy, kein Musna, Kids. Lacoste, Schlappen, Albus machen, albanischen Adler, mach Hand hoch, Sahbe. Schwarz-Rot, Matti auf Balkon, Flagge vom Schiepe. Hör, hey, das Wall und Wappen. Connect vom Blaues Haus bis hinter Penny. Jeder zweite in Erftal mit ticker Handy. Mein Achi hat immer das Siddler ready. In der Hand von dem Amu ist immer Despi. Willkommen zu Erftal, das Tal der Messer. Polo-Shirt unter dem Markensweater. Im Adresse war ich nie Klassenbester. Fick Schule und fick auch mein Mathe-Lehrer. Vom Bolzplatz in die Charts. Mach das Fluss für Chiquita. Ins Tor mach Winkelball. Tiki-Tak wie Iniesta. Bruder, ins Tor mach Winkelball, Digga. Bruder, soll ich schon Deutsch reden, Digga? Bruder, war bis jetzt richtig stark, Digga. In die Charts, mach das Fluss für Chiquita. Ins Tor mach Winkelball, Tiki-Tak wie Iniesta. Da hab ich grad so abgef***t, Digga, Bruder. Was ein Müllsatz, Bruder. Bruder, wie bei den Kandidaten da drüben, auch nicht erwartet. Ja. Bruder, so viel. War wirklich gut. Guck mal, abgesehen von dem Satz, brauch ich mal auch, er war wirklich krass. Hab ich auch null erwartet, weil er gar nicht so gewirkt hat. Du bist so krass reingekommen. Ja. Ich hatte dich nicht so auf dem Schirm. Ja. Das einzigste. Vielleicht Kritikpunkt meinerseits ist die Hook gewesen, aber der Part, der hat geschallert bis zum geht nicht mehr, Cousin. Und wieder so eine Einigung zwischen genau, zwei. Es war zwischen weil der Part, du bist richtig stark reingekommen, aber du bist gegen Ende hin wieder ein bisschen runter und dann bist du mit der Hook wieder reingekommen. Wie kommst du zum Bolzplatz? Vom Bolzplatz? Ja, sehr schön. Gut. Wir geben denen 2 Minus, weil der Part hat schon. Ich kann verstehen, Bruder, ich kann verstehen. Part war gut, Digga. Deswegen war ich auch drinnen, Digga. Ja. Aber warum fällt mir sowas, Bruder, bin ich krank, dass nur mir sowas auffällt? Oder warum sagen die nichts dazu, Digga? Alter, Mann. Was für ein wie alt ist der, Bruder? Also so Ding. No front, Bruder, aber wie alt ist er? Was geht ab? Mein Name ist Benoit. Okay, deine Wörter sind Kim, Qualität und Platz, da was sagt? Komm aus Trier. Eva! Er safe extra, Alter, nicht gedacht, glaube ich. Ça va bien. Beida
an Schuhkartons. Träume platzen so wie Luftballons. Hier kann Office in der Tasche Long Papes. Sie tickt mal mit Haze, was weißt du davon? Geht's mal wieder um Gelder. Kommen die Bullen mit Taser. Tasche mit Sattler und Bader. Wurden verrückt wegen Hazer. Herr Schmizien, Reihe Savabien. Ich drehe Runden in der Siedlung. Abends auf der KTM. Meine Stadt ist Villa N. Siehst du Bullen? Ja, dann renn. Denn die Shorter sind aktiv. Ich seh von Weitem die Antennen. Wow. Wieder mal Stress in der Siedlung. Jungs packen Packs ohne Visum. Machen Money auf Straße mit Ware. Doch hängen dann trotzdem am Tiefpunkt. Mein der Beat zu krass. Mein Aschmisien, mein Bruder bringt dir Blöcke, 1er Quali Parisien. Vor Acha, Tacharia und ich jump auf KTM. Mein Bruder bringt dir Blöcke, 1er Quali Parisien. Vor Acha, Tacharia und ich jump auf KTM. Boah, das haben wir auch rein. Hab ich auch gar nicht erwartet, Digga. War gar nicht erwartet, gar nicht. Der Song war gut, natürlich übel getragen vom Beat. Der Beat war maximal, mein Kopf war automatisch so, hätte sagen können, Bananen gehen raus und Sand und Samba, dann da. Ich hätte mir den Kopf trotzdem genickt, weil der Beat so krass war. Aber Song war auch nicht, hat gepasst. Ich will ihn jetzt schlecht reden, aber der Beat war schon krass. Wie alt bist du? 18. Okay, ich hätte ihn jünger geschätzt, Digga, ernst. Okay. Weil er weiß, was das geil ist, weil ich das null erwartet habe von dir, dass du jetzt so einen Song raushaust. Ja. Geil, Bruder. Performance, Bruder. Das war Minuspunkt. Performance, Bruder, Minuspunkt. Das ist das Wichtigste, merkt euch das. 100%. Der Zuschauer, der achtet drauf, weil wir sagen nur, was wir sagen. Am Ende entscheidet der Zuschauer. Und wenn die sehen, du bist ein bisschen zu monoton, du bewegst dich nicht so, Dingens, das ist immer ein Minuspunkt. Ja, passt. Ja. 2 Minus, mein Bruder. Krass. 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 Jetzt Buddha bei die Fische. Ah, das war's. Okay. Eure Noten stehen fest. Okay. Ich wiederhole, das sind nur Tendenzen. Das ist keine Entscheidung. Wir haben noch kommen, wir klären es in der Pause. Aber zuallererst enttarnen wir jetzt den Randall. Ach, er wird... Es wird wie folgt laufen. Ach, er wird gezeigt und dann muss er sagen, wen er Note klauen will. Das ist ja hart, Bruder, Digga. Ich dachte, so undercover, man wird nie wissen und so. Ich werde jetzt sagen, Randall, komm nach vorne. Wir werden seine Note vorlesen und ihn fragen, ob er tauschen möchte. Wenn ja, darf er sich einen aussuchen. Mhm. In jeder Klasse gibt's ihn. Er muss es nicht machen, er kann's machen. Es liegt in jedem selber. Keiner macht ähnlich, keiner macht, sage ich. Keiner wird deine Note kriegen. Randall, komm nach vorne, mein Bruder. Amara, okay. Hi Randall, wie geht's dir, mein Bruder? Hey Andreas, ich hab euch hier eine kleine Nachricht. Schaut mal hier. Ich bin der Randall. Ich bin der Randall. Und egal wer kommt, ich bin Terminator. Tak. Boah, Amara, du hast echt ein... Also, Bruder, bei dir ist hart. Ja. Also, deine Note ist eine 4. Oh. Stell dich bitte hier hin, Cousin. Oh. Boah, das ist eine schwierige Situation. Ja. Na, bist du die kleine Ratte? Bist du jetzt rein? Ja, du musst deinen Arsch retten. Oder also, Amara. Du kannst ihn noch abkacken lassen. Das ist deine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Boah, Bruder! Dings Schmiller, eine Note klaut, lässt sich halt ein bisschen unsympathisch wirken. Kann sein, dass man jetzt als Zuschauer ein paar Leute ihn jetzt nicht so dafür feiern. Aber andererseits, Bruder, mit 4 bist du vielleicht raus. Ich glaube, er klaut. Möchtest du deine Fähigkeit als Randall nutzen? Ja oder nein? Willst du nutzen? Okay. Du darfst dir... Ja, ja, Bruder, bitte, ja, ja, so 100%. Man kann aussuchen und seine Note ist deine. Ja, bitteschön. Weil im Endeffekt... Das Ding ist, wenn das unparteiisch macht, nimmt er einfach direkt den Besten. Perfekt. Nicht nur du profitierst dadurch, jemand anderes leidet dadurch auch, ja? Und es kann sein, dass er dann aufgrund deiner Entscheidung rausfliegt. Darum, Amara, du musst selber wissen, wo du hast. Oh. Wähl einen aus. Weißt du schon wen? Wähl ihn bitte aus, Bruder. Leo, mein Bruder. Dein Sitznachbarn, ja. Okay, komm nach vorne, Leo. Oh, Leo! Er wusste schon, wie er heißt.
Nein, warte mal, jetzt sag nicht Leo fliegt raus wegen ihm, Bruder, Digga. Ey, warte ab, Amarotti Leo raus wegen, warte ab. Okay. Ah, bei Leo bin ich mir sicher, dass er noch den Pass. Leo, mein Bruder. Leo, du hast eine klare 2. Digga. Deine neue Note ist eine klare 4. Amara, mein Bruder, du hast eine klare 4. Deine neue Note ist eine klare 2. Dankeschön, Jungs. Digga, ist das einfach. Ja, Bruder, jetzt sitzt man neben ihm, Bruder. Jetzt sitzt man neben ihm. Alter, zu Bruder. Warte ab, warte ab. Wenn diese Vorschauerrunde vorbei ist, Bruder, warte ab. Ich komme zu dir, warte ab. Was ich dazu zu sagen habe, dass mein Sitznachbar, der Randall, mich gewählt hat. Ja, was soll man sagen? Es ist ein Wettbewerb. Jeder will irgendwo seinen Hack holen und irgendwo auch weiterkommen. Und deswegen kann ich ihn auch verstehen, aber trotzdem, Brüdi, das war auf jeden Fall nicht korrekt. Aber Leo La Bandit ist auch für solche Momente, bin ich da und die kriege ich auch gelöst. Ewa. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, komm, wir klären es in der Pause. Okay. Ihr habt jetzt die Chance, jemanden herauszufordern, um eure Note 1 besser zu machen oder auch 1 schlechter zu machen. Diejenigen, die betteln wollen, dürfen einmal nach vorne kommen. Sehr schön, sehr schön. Wow! Krass, krass! Krass! Ihr müsst jemanden aussuchen. So, ihr seid die Mutigen, die sich getraut haben. Hey, der Bruder, warte mal. Hey, der Bruder ganz links, in Real-Trikot-Ding. Der hat doch voll die gute Note. Warum will er jetzt nochmal betteln? Ich verstehe gar nicht. Leo muss betteln, Bruder. Eine 4. Warum will er denn betteln? Er hat doch eine gute Note, Digga. Hier vorne kann man auch so machen. Und ihr riskiert eure Note. Ganz kurz Ruhe, bitte. Ihr riskiert eure Note. Entweder könnt ihr sie 1 besser machen oder 1 schlechter machen. Oh mein Gott. Leo kann doch aber jetzt diesen Amra, wie er heißt, auswählen und gegen ihn betteln, oder nicht? Weil die dürfen sich schon einen aussuchen. Wir fangen an mit Della Lune mit einer 3-. Ah nee, der war nicht gut. Ups, ich hatte eine 2 gehabt. Gegen wen möchtest du antreten? Kann ich überlegen. Okay, dann fangen wir an mit J.U. Okay, J.U., du gehst ins Battle mit einer 3+. Gegen Amara mit... Ah, was schlau gedacht, Digga. Dumm von diesen einen Ersten, Digga. Der Erste ist das Beste, was geht. Du kannst sofort den Schlechtesten mäßig nehmen. Ihr könnt einmal nach vorne kommen. Und ihr geht zusammen... Ah, Bruder, Ju ist dreckig. Er weiß, Digga. Er weiß. Aus dem Raum raus und bereitet euch vor. Bina, gegen wen möchtest du betteln? Muss noch überlegen, dann fangen wir mit Della Lune. Chanel? Okay, Della Lune mit einer 3- fordert Chanel heraus mit einer 3+. Richtig? Ja. Aufstehen, meine Jungs. Okay. Ihr dürft beide den Klassenraum verlassen und euch in das Nachsitzzimmer begeben, um einen 16er gegeneinander zu schreiben. Bitte schön, Jungs. Der ist eine geile Folge, Digga. Sherwan, du bist mit der Note? Sherwan 4+ gegen Joels mit der Note? Auch stark, Digga. Auch stark. 3-. Bitte schön, Jungs. Ihr dürft einmal aus dem Raum raus. Bitte schön. Warum zickert der Sammy aber? Ja, Matze. Du bist jetzt dran. Wen wird gegen wen? Du hast genug Auswahl. Bruder, jetzt, ich wurde auf jeden Fall rasiert, Walla, wie ihr gesehen habt, Walla. Ich war mein Sitznachbar, Walla. Der Brü hat den ganzen Tag mit mir gelacht, Walla, auf einmal. Der Nichtsdestotrotz muss ich mir meinen Arsch natürlich recken. Zu 100%, deswegen gehe ich ins Battle und ich habe eine 4, Bruder, ich brauche die 2. Mein Bruder, ich will dich. Wen? Okay, Jenko hat eine 3-. Gegen eine 4. Wer ist Jenko nochmal? Auf geht's, Jungs. Gibt euch Respekt, jawohl. Rina, Madame. Okay, keine Ahnung. Rina? Ja, Rina, Madame. Du hast eine glatte 3. Du stehst einfach auf und willst betteln. Das ist eigentlich eine gute Note. Crazy. Also für mich ist es keine gute Note. Okay. Keine sichere Note. Okay. Also du weißt aber, der größte Teil der Klasse hat eine 3 bekommen. Es gab vielleicht 4 Zweier, 5 Zweier.
und du willst trotzdem betteln gehen, Rina. Krass. Die wird jetzt nicht mehr den Rückzieher machen, wenn sie schon einmal aufgestanden ist. Rina, bitteschön. Du darfst es dir aussuchen. Du weißt, wenn du das Battle verlierst, kriegst du auf eine 4. Bist du dir immer noch sicher? Ich gebe dir immer noch die Option. Okay. Das Ding ist, was das dreckig ist, wenn du ausgewählt wirst, ne? Eigentlich musst du über dein Ego kratzen, weil wenn du ausgewählt wirst, du weißt, der mich gerade gewählt hat, er denkt, ich bin so ein scheiß Rapper. Diarü. Okay. Oh, hat Diarü genommen? Sie hat Diarü genommen. Diarü war krass. Dankeschön, Rina. Haben wir das nächste Battle? Einmal in den Nachsitzraum und wir sehen uns gleich. Bruder, ist schwer, ist hart. Es ist hart, Bruder. Battle Mann gegen Mann. Haben wir Freiwillige, wer will das erste Battle machen? Willst du es machen? Okay. Mit deinem Gegner? Haben wir eine Münze? Ja, haben wir eine Münze. Der Rest einmal wieder in den Kreis zurück. Laut und deutlich, a cappella. Okay. So. Ich geb dir schon mal das Mic. Wir machen es aber auf traditionelle Art. Duells gegen. Kopf ich vergesse den Server, glaube ich, oder so. Ich nehme Zahl. Ja. Bleibt bei dir nur Kopf. Gewinner entscheidet, wer anfängt. Zweimal, also du einmal ein 16er, deine Antwort dann da drauf, ja? Oder umgekehrt. Richtig. Zahl gewinnt. Ah, 16er, also kein Part, sondern einfach wirklich, also kein Part, keine Hook, meine ich. Einfach ein Part. Zahl gewinnt, du entscheidest. Erzolan. Sherwan, auf geht's. Und Publikum, ihr dürft feiern, aber leise, also und dann wieder ruhig, damit man deren Lines hört. Okay? Ganz wichtig. Auf geht's, Sherwan. Pass auf. Respekt. Tamam, ich hab dir ein kleines Gedicht geschrieben. Ich mach mich mal nach unten rechts, Digga, damit ihr auch beide Gesichter seht. Ich hoffe, es gefällt dir. Let's go. Du bist nur ein Shrimp auf mein Teller, leg dich um, kleiner Penner. Du hast nicht mal Bart, aber willst hier chillen mit den Männern? Okay, ich hab verstanden, du fährst nur in einem Brabus und das Z in deinem Namen steht für deinen Promi-Status. Ich seh aus wie ein Angler und ich angel deine Bitch, hab mehr Haare auf meinen Arsch als du Pisser im Gesicht. Nimm mich Apache auf Wish oder Tarzan, du Bitch. Doch als du Pisser auf die Welt kamst, da war ich schon bekifft. Oh, stark. Halt das Mikro richtig, ja? Wir wollen alles verstehen im Video. Weiter. Wenn mir Joel Z wieder mal zu viel werden sollte, bring ich ihn ins Bett und gönn ihm eine Tier-Doku-Folge. Frag mich, wie man was wie dich auf die Welt bringen konnte. Ich bin Gold, das ist Silber und der Keck ist nicht mal Bronze. Das war, ey, Bruder. Okay. Ich hab gedacht, das wäre wieder mit so einem Beat und ich vergesse, dass A Cappella ist. A Cappella ist doch was ganz, ganz anderes, Digga. Okay, ich sag ehrlich, da ist kein Comeback, Digga. Ganz kurze Frage. Was war deine Note? 4. 4+. Wer hat wen herausgefordert? Er hat mich du ihn. Okay. Joel, deine Antwort. Deine Note war? 3-. Okay, was geht ab? Ewa, guck dich doch mal an. Du zitterst, wenn ich meine Guns sieh. Du willst Rapper werden? Du siehst aus so wie ein Junkie. Du trägst im Winter gern Moncler-Jacke. Du kriegst von mir einen Stich in deine Herzklappe. Machst auf Playboy, doch dein Gesicht hat die Form von einer Herdplatte. Lando möchte gern Nemo. Du warst noch nie Al Pacino. In deiner Gegend sieht man Jungs, die Abi hat verschiffen. Doch in seiner Gegend sieht man Jungs, die gern auf Saskia-Flaschen sitzen. Okay. Ich dreh meine Runden wie beim Autoscooter. Du riechst so wie ein Ungeduschter. Du Penner hängst den ganzen Tag auf Gras und Pep. Like Rappler Rue ist nix für dich. Schick dich zurück zum HBF. Okay. Nach Hauptbahnhof. Hey. War nicht schlecht, aber merkt, glaube ich, allein schon. Ich hab einen noch. Okay, gerne. 14. Oh. Ich klatsch deinen Kopf zwischen die Heizungsrohre. Like Lutschmauer in den Lauf meiner Bleipistole. Tfu, du klein Ganove. Hast keinen Erfolg mit Musik? Lack nicht mal Junkies hören deine Mucke.
Lack, ich zieh dir an deinen Haaren auf dem Boden wie eine Nutte. Wow! Respekt, Jungs! Ja? Respekt, Jungs! Ja? Aber eindeutig, Bruder! Ja, eindeutig, Bruder! Es war so, beide waren gut, aber Cher war schon krass, Digga. Vor allem, weil ich es gar nicht erwartet habe. Einmal Lärm für Jules! Was willst du sagen? Wir haben uns beraten. Es war sehr schwer. Jungs, wir haben uns beraten. Es war sehr schwer. Allerdings sind wir uns dann einig geworden. Silva, bitteschön. Sherwan hat das Battle gewonnen. Sherwan hat das Battle gewonnen. Sehr stark. Sehr starke Teil. Und somit hat Sherwan von der 4 Plus auf eine 3 Plus es geschafft. Dankeschön, Bruder Herz. Und Joels von einer 3 Minus auf eine 4 Minus. Digga, ist hart 4 Minus, Digga. 4 Minus ist da, ist auch kein Comeback. It is what it is. Komm, wir klären es in der Pause. Ding, vielleicht kann ich noch Referat oder sowas machen, Bruder, ein bisschen. Okay, ein Battle zwischen zwei Dreiern. Münze? Welche? Kopf. Es ist Zahl. Chanel, du entscheidest. Wer möchte anfangen? Fang an. La Luna? Bitteschön. Okay, Mike ist an. Kick yes. So. Chanel, gell? Chanel, unsere Madame. Nein, ich meine Monsieur wird jetzt zerberstet im One-Take. Chanel ist keine Marke mehr, sondern sein erster Heartbreak. Mhm. Ich geh mit Hass ins Battle mit der 3 Minus mit Hingabe. Mach ich keine 2 draus, liegt auf Boden die Kinnlade. Mhm. Und hol mich da raus wie eine Hebamme. Nur der Unterschied ist, dass mein Name erst ausgesprochen wird, als man wusste, was ich mit mir unterm Bauch trage. Oh, okay. Kein Wunder, dass du bald an mein Kari kratze, spring, Hitz riecht nach Caritas. Sag mir nicht, dass du Party machst, auf dem Tisch liegt dein Adidas. Streifen 3 in weiß von irgendein Junkie-Penner mit Nase auf Abiat. Und die Disses, die du schmeißt, sind schon längst Stani. Hengst, Achi, wieso siehst du aus wie eine Mischung von Bad Bunny und Ted Bundy? Oh. Dein Style sagt, du hast Schnur gesnifft auf alte Schule, Würgegriff, weil du auf Rücken sonst den Abdruck eines Chanel-Gürtel kriegst. Und nach dem Battle bist du leider suizidbereit, Chanels beste Freundin suizidbereit, weil du in Love warst mit der ersten Line, wie Della Lünes Hörer von RLR2. Auch stark. Hast noch eine Zeile? Ich sag dir ehrlich, feminine Östrogene rieche ich schon von hier. Gleich gibt es legitime Konterschläge, Minimum treffe ich 4. Zähne, Rede. Aber pass bloß auf, der nimmt den Namen Della Lune nicht zu tief in die Kehle. Okay, Respekt! Respekt, 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 okay. Respekt. Digga, ich hab ein bisschen die Angst, Digga, dass Sherwan, Digga, mit seinem ersten Part wirklich so geknallt hat, dass ab jetzt alles sich okay anhören wird, Digga. Wisst ihr, was ich meine? 1 gegen 1 Pausenhof. Für mich ist das nur eine Session. Junge, dein Arsch ist so fett wie der von Kim Kardashian. Meiner ist sogar noch fetter als der von Kim Kardashian. Das ist ein anderes Thema. Ich bin Chanel. Ich mach einen Strich durch deine Rechnung. Sogar Siri sagt, du bist ein Peach durch die Spracherkennung. Du bettelst mich, weil die Zahl deiner Note nicht reicht. Du siehst aus wie Drogen auf Eis. Ich fick deine Karriere und meine Hoden sind leicht. Meine Bars drücken wie Nadelstiche. Komm mal her, zapp mal deine Blasenlippe. 4 Mann auf meiner Waage sitze. Nach dem Battle bist du leise wie Abendstimme. Was? Du bist gestört. Ich bin gestörter. Meine Lines legen dich flach wie ein Mörder. Schönen Gruß an deine Freundin, denn sie trägt Chanel auf ihrem Körper. Oh. Das ist krass, wie dein Name. Meine letzten Worte stecken in deinem Kopf wie Excalibur. Wie Blut in der Farbe von der Benz Lackierung. Bruderherz. Du verlierst das El Clasico. Oh. Ja. Ding, real. Okay, Respekt. Ja. Ich hab mich auch nicht so abgeholt, Digga. Bei dem Battle, Alter. Ich würde vielleicht. Also, ich sag ganz ehrlich, ich hab's als unentschieden empfunden. Ich auch. Ja. So, ja. Und wir waren gerade uns nicht einig, wem wir das geben wollen. Ich hätte euch einen Vorschlag gemacht, ihr bleibt einfach beide auf eurer Note oder wollt ihr, dass man entscheidet? Einen Münzwurf machen, weil ansonsten sind wir beide der Meinung gewesen, es ist gleich aufgewiesen.
Manchmal gibt es auch ein Unentschieden. Das ist wie Automatspielen, Jungs. Ja. Finger weg. Sehst du, die haben beide drei, ne? Drei Plus und drei Minus. Bleibst du? Bleibt ihr? Okay, tamam. Okay. Amara. Aha. J.U. Mr. Randall aka Snitchy Snitch. Und J.U. Ist eigentlich gut, Digga, A Cappella. Glaub ich. Letztes Jahr auf jeden Fall gab's auch. Battle. J.U. Du hast herausgefordert. Kopf. Erstmal warte. Ach so, deine okay. Note ist eine 3+. Genau. Hier. Amara hatte die Note 2. Oh. Durch die Randall-Aktion, Cousin. Wir machen Kopf oder Zahl? Ich nehm Kopf. 3+? Digga, alle hoffen so sehr gerade, dass J.U. gewinnt. Ne, so viel. Alle, Digga, alle. Gegen der 2. Alle. Das Dreck geht sogar, wenn er verliert, dieser Amara, hat er trotzdem noch eine 3. Das oder nix, Cousin. Zahl gewinnt. Okay. Zahl. Das heißt, du darfst entscheiden, wer anfängt. Ich soll anfangen. Bitte schön, J.U. Seid ihr bereit? Mach mal ein bisschen Lärm für Rapper. Welcome to Rap La Rue, meine Freunde. Das hier, das ist Season 2. Ich kenn so viel krasse Rapper, Bruder. Yavuz, Uzi, Leo. Digga, jetzt bettel ich dieses Ei, Bruder. Und das, meine Freunde, zur Erklärung. Das ist Amara. Mach doch kein Drama, Amara. Du wolltest doch Palaber an, Amara. Du hast Leo herausgefordert, dafür fresse ich dein Kadaver, Amara. Amara! Ja, krank, Bruder. Digga, das ist doch ein Mädchenname. Dafür esse ich dein Pausenbrot. Aber ehrlich, du siehst ein bisschen aus wie Elias Mbarek mit Down-Syndrom. Boah, Delivery ist krass, wie er es rüberbringt. Cousin, krass. Eine Sache muss ich wirklich, also ey, bitte. Real Talk, Bruder. Du hast Arschgeruch, du NPC. Ich verteil Haselnuss wie Sandy Cheeks. Egal. Ich verteil Haselnuss wie Sandy Cheeks. Ey, wie kommt man da? Ich verteil Haselnuss wie Sandy Cheeks. Egal ob Battle oder UK Sample Beats. Ja, egal ob Battle oder UK Sample Beats. Ich fick jeden, der so handelt. Wie Randy Weems. Randall Weems. Aber noch eine Frage an jeden hier. Wie soll ich den ernst nehmen, Bruder? Wenn du schon nach einer Ohrschelle schläfst. Bruder, was ist das für ein Outfit? Bist du Rap La Rue oder gehst du Vorstellungsgespräch? Oh mein Gott. Und dein Körperbau ist auch geisteskrank, Cousin, alle. So eine, wie so eine Ketchup-Dose. Ey, bitte, bitte, Jungs. Okay. Dein Outfit ist auch geisteskrank, so wie eine Ketchup-Dose. Ich verließ die Villa, ohne Bachelorhose. Trotzdem, immer Trefferquote. Wir sind zwar in der Schule, mein Bruder, aber in diesem Battle hilft dir auch kein Pädagoge. Oh. Stark, stark, stark. Einen habe ich noch, der ist unangenehm, aber ich bin unangenehm. Wer Leo ficken will, Bruder, der ist wie als ob er mich fickt. Du wolltest Leo ficken, Bruder. Doch sag niemals nie, weil dich zu zersägen war ein Kinderspiel wie Sinan G. Oh! 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 An dieser Stelle, ne? Distanz, Distanz. Aber oh. Geist, ich sag auch, das ist auch wieder so ein Ding, Bruder. Da gibt's auch kein Comeback, sag ich. Mach mir nicht doch Besserwisser, Besserpisser, schweig. Ich bin dreary little blade, giftig wie das Grün und Weiß. Okay? Kiddies deiner Sorte werden hart misshandelt in der Nacht. Bist ein laufender Meter mit drei, vier Haaren an dem Sack. Okay? Okay? Mhm. Ach, Whatsapp. Schick ein Asker, der dich packt. Amara, mein Name ist schon mit 14 Arschbar verpackt. Mhm. Okay? Du machst doch krass. Sag mal 43 Kilo am Sack. Ja? Miskin, du Skinny, Staffel 1 hat dich zum Zippi gemacht. Mhm. Verstehst du? Okay. Mhm. Auf ein neues Subs Club wünsch dir das Beste, Asab. Wer zur Hölle hat gesagt, Battle Amara, Asab. Okay? Warte. Aber Bruder, besser, Arkach, bevor du komplett abkratzt. Im Pausenhof hat dich der Tunzi gerade zum Affen gemacht. Okay. Respekt, Respekt, Reddys! Eindeutig. Voller, ich küsse dein Herz, Bro. Ich bin gar kein Bettler oder so. Ich hab dir sehr gut gefallen. Ja, Bruder, vielleicht kann er einfach nicht A Cappella, Bro. Was willst du machen? Manche können besser Lieder schreiben. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Ne? Das Battle geht an dich, mein wunderschöner Bruder. Mein Bruder. Du bist ein Herz, mein Bruder. Ganz kurz. Ein Herz, mein Bruder. Aber
Somit bist du jetzt auf einer 2 plus. Krass. Und Amara auf einer 3. Genau. Krank. Dankeschön. Krank, Jungs. Sehr schön, ja? Normal, Bruder. Jetzt wird's hart, Bruder. Weil Leo wurde heute mit einer 2 bewertet. Ja. Aber steht jetzt mit einer 4 da. Krass, ja. Und dadurch, dass ihm die 2 aberkannt worden ist, musste er zwangsläufig Jenko herausfordern. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Sehr schön. Das heißt, eine 4 gegen eine 3 minus. Silver, bitte, du darfst den Münzwurf machen. Du hast herausgefunden? Du hast herausgefunden. Was willst du? Zahl. Kopf gewinnt. Wer fängt an? Du hast ihn noch. Bitte schön, Leo. Spin that beat. Ewa. Hey. Okay. Ewa. Hey, Leo. Große Nase heißt großer Schwanz. Fang nicht an, weil du bei mir nichts holen kannst. Fickst du mich, Pico? Tanzst du den toten Tanz? Was für Mann im Haus? Deine Bitch hat die Hosen an. Pico, hey, putz meine Schuhe oder mach meine Ketten sauber. Mit deinem toten Anzug siehst du aus wie Beckenbauer. Ihr seid keine echten Hauer, Junkies und Kettenraucher. Du bist Frischfleisch, erhäng dich am Messetower. Es tut mir leid, nach dem Battle bist du weg. Schiebermütze hält verdeckt, Leute, locker weiterkommen, schmeckt es. Red nicht groß, bevor du Klinge im Genick hast. Nach einer Haufeige machst du Pisser, paar Sit-Ups. Spiel nicht mit mir, ich bin Strat und für den Scheiß geboren. Du willst mich ficken, aber scheiterst wie Emre Mor. Okay, okay. Applaus für Leo. Okay. Denko, mein Bruder. Bitte. War auch nicht der beste Part, auch Leo ist auch eher so auf Beat und so. Ah, war okay. Schön. Kann ich anfangen? Bitte. Fang an, kick that so, shit, Amate. So. Du nennst dich Leo La Bandit, weil du bezahlst nicht dein Taxi. Ich bin gelassen und tranky, doch du hingegen bist wackelig. Bruder, Schiebermützen sind schon out seit 2020. Mhm. Du bist am Tanzen wie ein Stock, als hättest du in die Schwanz drin. Mhm. Eine Sache der Ansicht, und da stimmt mir jeder zu. Nur weil du Angst vor Schmerzen hast, trägst du keine Tattoos. Mhm. Du redest wie von Plem Plem und Messerstechereien. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Ich riech dich Kilometer weit. Sag mir bitte, wie viel weiß, passt durch deine Tadeus-Nase. Für den Vertrag bei Dumaroc wurde geblasen und das jeden Abend. Zehner handeln, macht dich sicherlich nicht reich, mein Freund. Du bist kein Gegner, Brate, nur ein Cape, den man in Ecke scheucht. Safi. Okay, Respekt! Bruder, die waren beide jetzt nicht die krassesten Dinger, ne? War für mich auch ein enges Battle, weil beide haben es nicht wirklich wie im Battle gemacht. Genau. Er hatte eine Highlight-Line. Ja, richtig. Leo war konstanter dabei. Genau. Ist für mich auch eher ausgeglichen, Bruder. Darum. Das Ding ist, Bruder, an Leo Stelle, ich weiß nicht, ob ich Münze werfen würde, weil wenn er verliert, 5 uns. Bruder, schwierig. Wollt ihr auf euren Noten bleiben oder sollen wir eine Entscheidung treffen? Ich will eine Entscheidung. Du willst eine Entscheidung? Muss er. Also ich war auf Unentschieden. Silver hat dich kurz vorne gesehen. Ja. Darum geht der Punkt dann an dich, Leo. So. Ja, okay. Ja. Glück gehabt, ne? Das ist Rap. Das ist Rap. Jenko, mein Bruder. Das heißt, Leo, du bist von einer 4 auf eine 3. Und du bist von einer 3 minus auf eine 4 minus, Bruder. Bin ich gespannt. Yo, was geht denn hier ab? Einmal Lärm für das Battle. Einmal Lärm. Und Diarü. Ah, Diarü ist echt gut gewesen, ne? Er war echt gut, Digga. Was geht? Geht's euch gut? Habt ihr euch gut vorbereitet? Du hast hier ein bisschen blau, mach weg. Und du? Ja? Der eine hat meinen 2 Euro gerippt. Ehrlich? Und du? Bruder geht, ja. Wer hat herausgefordert? Du? Kopf oder Zahl? Kopf. Aber es ist ein Wettbewerb. Wir kämpfen. Zahl gewinnt. Du entscheidest. Okay, dann lass uns doch kurz festhalten. Rina, du bist mit einer glatten 3 ins Battle gegangen. Ja. Und du hattest die 3 plus. Mhm. Dreier-Battle. Bitteschön. Boah. Okay, okay. Tief durchatmen. Let's go. Ulala, der nächste Superstar muss zurück nach Hause mit der U-Bahn fahren.
Mit Ortgestank kackt er ab auf Lachgas im Hotel. Aber ich versteh nur Offenbach, wenn er fragt nach OF. Magazin ist voll, denn ich seh aus wie ein Model. Aber meine keine Waffen, streng dein Schädel an, du Trottel. Du sagst, dass du ballerst? Ich glaub, du bist Ballaballa. Keine Kugeln, keine Chayas, nur Ballons, du kleiner Babbler. Mach hier nicht den Macker, ich bin hier die Abla. Sogar alle eure Väter sagen, ich bin Baba. Du machst keinen Raub, Katze, Leopard. Ich weiß, du kotzt gerade, Ebola. Um über Stoff zu rappen, fehlen dir paar Kilogramm. Deine Reime sind durchschaubar, Zellophan. Punchlines. Schon krass, wie du performt hast. Aber nur weil ich geklatscht hab, bist du nicht mein Ortag. Und ja, ich weiß, ich hab dich auserwählt. Aber nicht zum Taubenzählen, sondern als mein Opfer. Also fühl dich nicht getriggert, Diarrhü. Denn kein Mann schlägt eine Frau wie Rina Brü. Okay. Applaus. Applaus für Rina! Okay. Wesh, hört man mich? Jetzt. Ey, ey. Ruhe. Diarrhü. Warte mal kurz, ich muss kurz für die. Okay, okay, okay. Okay, ah, jetzt hört ihr mich, hört, macht mal alle leer, macht mal alle leer, Wallah. Cousin, ich stell mich erstmal vor, Bruder. Diarrhü, bin aktiv wie Chelsea. Du pumpst Hafti mit Mandy. Sie trägt Make-up, aber Trikot von Messi. Ja, das stimmt, ich verteile auf locker, gibt's. Ja, das stimmt, ich verteile dir auf locker, gibt 5 Gramm für Ortag auf Party, doch gibst im. Ah, fuck Allah. Ja, das stimmt. Ich verteil dir auf locker, gibt's 5 Gramm auf Party, doch du gibst dem Honda mit Kürschat und Ali. Wenn ich mal, wenn wir mal ehrlich sind, auf was stehst du eigentlich so? Wallah, auf was stehst du? Digga, du stehst auf Red Bull, blauen Kondensfilter. Wolltest sein wie eine Meerjungfrau, doch heute in Hotelzimmern. Stehst auf Lexus, Haus zum Benz Pickup. Sitzt die Schminke nicht gut, gibt es kein Interview, deshalb greift die öfter mal zum Catfilter. Ja, okay, und vielleicht bist du mit Nemo. Okay, du bist mit Nemo. Okay, vielleicht bist du mit Imo. Aber du hast immer noch keine Klicks und gibst immer noch keine Hits. Warte mal kurz. Komm, ich werf dir einen Schwamm. Geh an die Tafel und wisch. Du siehst aus wie eine Mischung aus. Wegen Klicks und dann wischmäßig. Miley Cyrus und Hamdi. Du siehst aus wie eine Mischung aus Miley Cyrus und Hamdi. Sie ist weit und breit. Was hat der arme Hamdi eigentlich gemacht, Digga? Nix, du Junkie. Chillst in Frankfurt am Teil, wo man Kramkurs verteilt. Für dich heute jetzt vorbei, pack die Taschen von Aldi. Wallah. Digga, ich bin Sternzeichen Sonnen. Letzte Zeile. Digga, ich bin Sternzeichen Sonnenbank. Du bist Sternzeichen vollgetankt. 17 Mal. Digga, ich bin Sternzeichen Sonnenbank. Du bist Sternzeichen vollgetankt. 17 Mal rumgeschraubt, 15. Inspektion und 18. Motorschaden. Eva! Applaus für Diarrhü! Ja, aber ich fand ihn ein bisschen besser, wenn ich ehrlich bin. Hat zwar ein, zwei Hänger, aber so wie die Parts drinnen waren, waren die nicht schlecht. War richtig gut, dein Part. Richtig. Auch deiner. Aber das Ende hat euch was zu sagen. Okay. Das war aber kein Schicksal. Weil man steht seinen Kontrahenten Auge in Auge. Man darf nicht vergessen, das ist jetzt Battle Rap. Das heißt, wir erwarten Battle Rap. Und ich habe Rina vorne gesehen. Darum würde unser Vote an Rina gehen. Danke. Krass. Aber auch, okay. Warum? Wartet. Krass. Wartet. Krass. Du warst sehr gut. Brutal. Nur das Stottern und die Dingens Patzer. Das ist nicht Battle Rap. Delivery war auch krasser auf der Seite. Haben wir auch mit einberechnet. Und ja, jede Line stark. Hat gehittet. War auch gut, mein Bruder. Sehr gut. So. Rina von der 3 auf eine 2. Und Diarrhü von 3 plus auf 4 plus. Dankeschön. Das Ding ist, als Frau bei A Cappella kann man eigentlich übel krass machen. Habt ihr ja gesehen, man kann so andere Sachen machen. Ich hoffe, ihr habt Spaß heute gehabt. Okay. Weil der Unterricht endet jetzt. Ihr seid entlassen. Wir sehen uns bei der Zeugnisausgabe nochmal. Und dann werdet ihr sehen, ob ihr dieses Jahr geschafft habt.
Oder vielleicht nächstes Jahr wiederkommen könnt. Das ist so krass, Digga, wenn man überlegt, dass das einfach so 25 sind und das gibt's aber insgesamt viermal. Hat euch gefallen, war eine coole Folge mit den ersten Battles. Das heißt, die nächsten Klassen kommen auch noch mit anderen Thematiken. Jetzt gerne einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar und ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Video.